Die Nordschleife im Rahmen der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring ist 2017 eine starke Bühne für Mühlner Motorsport. Hamza Ovega, Alex Schuler und Moritz Kranz heißt die Stammbesatzung, die im Porsche Cayman GT4 Markenpokal an den Start der neuen Langstreckenrennen geht. Gemeinsam mit den Partnern H&R sowie Mabanol Premium Motoröl stellt man sich der schwierigsten Rennstrecke der Welt und zeigt von Beginn an eine beeindruckende Performance. Die Mühlen hat einen top Job gemacht, Auto war super vorbereitet. Mühlner ist immer vorne mit dabei. 6 Pole Positions werden 2017 erzielt. Voll angasen und Punkte sammeln, das ist unser Ziel. Da geht es natürlich auch um Platz 1 und 2 in der Cup-Klasse. Mühlner Porsche gegen Teichmann Porsche. Jetzt der Mühlner Cayman wieder in Front. Jedes Rennen, wo wir den Vorsprung halten können, sieht umso besser für uns aus. Mit perfektem Teamwork dominiert die Startnummer 979 das Geschehen an der Tabelle der Caymans. Erstmal sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Uns fehlen noch 10 Punkte bis zur sicheren Meisterschaft. Das heißt, wir haben heute sozusagen den ersten Matchball. Vorzeitig beim 7. von 9 Saisonläufen ist der Titelgewinn gesichert. Insgesamt 6 Pole Positions, 6 Siege und 3 zweite Plätze und 8-mal die schnellste Rennrunde stehen am Ende zu Buche. Wir haben keinen Fehler gemacht, überall die Punkte mitgeholt. Das war das, worauf es ankam dieses Jahr und wir haben es perfekt umgesetzt. Aber auch neben dem Meisterteam sind die weiteren Einsätze von Mühlner Motorsport in der grünen Hölle erfolgreich. Ein zweiter Cup Cayman, unter anderem mit Gabriele Piana, holt bei 2 Einsätzen Platz 2 und 3 in der Cayman Trophy. In der Klasse SP10 gehen bei 4 Rennstarts in der VLN 3 Siege auf das Konto von Peter Terting und Doppelstarter Moritz Kranz. Aber auch internationale Einsätze sind von Erfolg gekrönt. Wir fahren ja auch in Amerika in der GT4. Wir werden auch nächstes Jahr in der Europameisterschaft von SRO fahren in der GT4-Klasse. Ein sehr erfolgreiches Jahr, also für Mühlner Motorsport. So eine Saison fährt man nicht mal einfach so. Und es wird schwer, die zu wiederholen und das natürlich mit Meistertitel zu krönen. Das ist schon eine schöne Sache. 2018 wird erneut voll angegriffen. Und wir werden auch in der VLN weiterhin am Start bleiben. Darüber hinaus haben wir noch geplant, auch eben halt mit dem neuen Elfer in der Cup 2 nächstes Jahr anzugreifen.